40 Tage Reich Gottes. 40 days kingdom of God. Heute ist Tag 2. Today is day number 2. Und wir wollen schauen, was ist die wahre Größe im Reich Gottes? And we want to see what is true greatness in the kingdom of God. Da war eine besondere Begebenheit bei Jesus. And there was a very special occasion in the life of Jesus. Und da kamen die Leute, haben gefragt, wer ist der Größte im Reich Gottes? And they came to him and asked, who is the greatest in the kingdom of God? Und das wollen wir zusammen lesen. And that's what we want to read together. Ist Matthäus Kapitel 18, Vers 1 bis 4. It's Matthew 18, 1 to 4. In jeder Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? At that time the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? Und als er ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in die Mitte und sprach. He called a child, whom he put amongst them and said, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Truly I tell you, unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, whoever becomes humble like this child, der ist der Größte im Reich der Himmel. Is the greatest in the kingdom of heaven. Da kommt dieser Gedanke, dieser typisch deutsche Gedanke. And there comes this typical German thought. Typische weltliche Gedanke. The typical worldly thinking. Wer ist Nummer 1? Who is number one? Wer ist der Größte? Who is the biggest? Wie kann ich der Größte werden? How can I become the most important one? Und diese Menschen kamen zu Jesus. And these people came to Jesus. Sagt, hey Jesus, wer ist der Größte im Reich der Himmel? And they asked him, Jesus, who is the biggest? Und jetzt kommt der Gedanke des Reiches Gottes. And now comes the thought of the kingdom of God. Entgegen den Gedanken der Welt. And it opposes the thinking of the world. Und Jesus sagt, and Jesus said, der Größte im Reich der Himmel, the biggest, the most important, the greatest in the kingdom of God, der sich erniedrigt wie dieses Kind, is the one that humbles himself like this child. Und der wird der Größte im Reich der Himmel werden. This one will be the greatest in the kingdom. Ich glaube, wenn wir eines Tages alle im Himmel sein werden, I think when we are, when we will be all in heaven one day. Und die Größten stehen auf. And the greatest are standing up. Sind es diejenigen, die auf dieser Erde sich erniedrigt haben wie Kinder? Then they will be the ones that humble themselves on earth and are like children. Und Jesus erklärt dieses Prinzip. And Jesus explains this principle. Und holt ein Kind in die Mitte. And brings a child in their midst. Und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. He said, unless you humble yourself and become like children. Werdet ihr nie ins Reich Gottes hineinkommen. Then you will never enter the kingdom of God. Aber wenn du der Größte werden willst im Reich der Himmel. When you want, if you want to become the greatest in the kingdom of God. Musst du dich erniedrigen und wie dieses Kind werden. Then humble yourself and become like this child. Ein Schlüssel im Reich Gottes. One key in the kingdom of God. Ist werden wie Kinder. Is to become like children. Sich selber zu erniedrigen. To humble yourself. Und das ist der Schlüssel, um groß zu werden im Reich this Gottes. Is the key to become big in the kingdom of God. Jesus Christus war der Größte. Jesus Christ was the greatest. Aber was hat er getan? What did he do? Er hat sich selbst erniedrigt. He humbled himself. Und er wurde dem Menschen gleich. And he became like man. Er kam nicht als großer König. He didn't come as a big king. Er kam in einer kleinen Krippe. He came in a little manger. Weg von der Herrlichkeit Gottes hinein auf diese Erde. Away from the hell, glory of God into this world. Weil er dich liebt. Because he loves. Weil er dich geschaffen hat. Because he created. Weil er dich erretten will. Because he wants to save you. Und er kam auf diese Erde und er wurde der Größte. And he came on this earth and he became the biggest. Weil er sich selber erniedrigt hat. Because he humbled himself. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Wenn du dich selber erniedrigst. When you humble yourself. Und du wirst wie ein Kind. And you become like a child. Sagt Jesus, du wirst der Größte im Reich der Himmel werden. Jesus says you will be the greatest in the kingdom of God. Wir wollen weiterlesen. We want to continue reading. In Matthäus Kapitel 20. In Matthew 20. Vers 25 bis Vers 28. 25 to 28. Jesus aber rief sie heran und sprach. Jesus called them together and said, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Unter euch wird es aber nicht so sein. Not so with you. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, instead, whoever wants to become great among you, wird euer Diener sein. Must be your servant. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, and whoever wants to be first, wird er euer Sklave. Be your slave.
gleich wie der Sohn der Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. And to give his life as a ransom for many. Das gleiche Gedankengut kommt zwei Kapitel später. And the same thinking comes two chapters beyond. Wie können wir groß werden im Reich Gottes? How can we become big in the kingdom of God? Wie können wir wahre Größe erreichen im Reich Gottes? How can we reach true greatness in the kingdom of God? Und Jesus sagt, and Jesus says, wenn du groß werden willst, if you want to become big, dann sei der erste Diener. Then be the first servant. Menschen, die groß werden wollen im Reich Gottes. People that want to become big in the kingdom of God. Die wahre Größe haben im Reich Gottes. That have true greatness in the kingdom of God. Sind die bereit sind zu dienen. Are those that are willing to serve. Sind die bereit sind alles zu geben. Those that are willing to give everything. Dieses Jahr waren wir zusammen in Israel unterwegs. Yes, this year we were together in Israel. Wir waren zusammen in Deutschland unterwegs. Und eins habe ich verstanden bei Mama Maria. And one thing I understood with Mama Maria. Sie ist eine Dienerin. She's a servant. Sie dient den Leuten, die gerade vor ihnen sind. She serves the people that are just in front with her. Und das ist ein Schlüssel für wahre Größe im Reich Gottes. And that is a key for true greatness in the kingdom of God. Viele haben mich gefragt, wie ist Maria so groß geworden? Many are asking, how did Maria become so great? Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Aber ich weiß eins. But I know one thing. Sie versteht das Prinzip des Reiches Gottes. She understands the principle of the kingdom. Wer der Größte werden will, if you want to become great, sei euer aller Diener. The one that wants to be great, be your servant. Sie ist bereit, ihr Leben zu geben für viele. She is ready to give her life for many. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass eines Tages deine Kinder so über dich reden werden. That one day your children will talk about you like this. Eines Tages deine Mitarbeiter so über dich reden werden. That one day your staff, your coworkers will talk about you. Dass eines Tages deine ganzen Verwandten so über dich reden werden. That one day all your relatives will talk about you like this. Weil du bereit warst, der erste Diener zu sein. Because you were ready to be the first servant. Und dann der Himmel gekommen ist. And then the heavens came down. Und hat dich zum Größten gemacht im Reich der Himmel. And made you great in the kingdom of God. Und dann sagt Jesus hier. And then Jesus said, wer der Erste sein will, who wants to be the first, sei euer aller Sklave. Be your slave. Die Prinzipien des Reiches Gottes the principles of the kingdom of God haben nichts zu tun mit Arbeiten. Have nothing to do with working. Oder ich muss meinen Willen durchsetzen. Oh, I have to push through my will. Oder ich muss viel Geld investieren. Oh, I must invest a lot of money. Oder ich brauche große Karriere. I need a big, big, big career. Sondern die Prinzipien des Reiches Gottes but the principles of the kingdom of God haben zu tun mit Dienerschaft. Have to do with servant. Genau so wie Jesus gekommen ist. Just like Jesus came. Er kam nicht, um bedient zu werden. He didn't come to be served. Er kam, um euer aller Diener zu sein. He came to be your servant. Und noch eine Bibelstelle. And another, scripture. Drei Kapitel weiter in Matthäus Kapitel 23, Vers 11. And it's a scripture in Matthew 23, 11 and 12. Da steht drin, der Größte aber unter euch sei euer Diener. There it says, the greatest among you will be your servant. Wer sich selbst erhöhen wird, for those who exalt themselves, der wird erniedrigt werden. Will be humbled. Und wer sich selber erniedrigt, der wird erhöht werden. And those who humble themselves will be exalted. Das geistliche Prinzip der wahren Größe the spiritual principle of true greatness hat zu tun mit deinen Entscheidungen. Has to do with your decisions. Jesus sagt hier, wenn du der Größte werden willst, Jesus says here, if you want to be the greatest, sei aller Diener. Then serve everyone. Und wenn du dich selbst erhöhst, And when you exalt yourself, gibt es ein geistliches Prinzip, dass Gott oder dass das Reich Gottes dich selber erniedrigt. That the kingdom of God will humble you. Aber wenn du dich selber erniedrigst, but when you humble yourself, so wirst du erhöht werden. Then you will be exalted. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass du dich selber erniedrigst, that you humble yourself, ein Diener wirst, that you become a servant, und dann wird Gott dich erhöhen. And then God will exalt. Es gibt geistliche Prinzipien im Reich Gottes. There are spiritual principles in the kingdom. Und die kannst du nicht verändern. And you cannot change them. Und ein Prinzip ist, and one principle is, wenn du dich selber erhöhst, when you exalt yourself, wird es automatisch so sein,
then automatically, dass du erniedrigt wirst. Humbled, ja. Und wenn du dich selber erniedrigst, wirst du aber erhöht werden. But when you humble yourself, you will be exalted. Das ist wahre Größe im Reich Gottes. This is true greatness in the kingdom of God. Manchmal, wenn ich in Gemeinden reinkomme, sometimes when I come into churches, ich predige in vielen Gemeinden, I preach in many churches, und die Schlüsselleute and the key people, sind die, die schon eine Stunde vor Gottesdienstbeginn da sind. Are those that are already 1 hour in church before it starts. Es sind die, die alles noch schnell sauber machen. That clean up everything and get everything ready. Es sind die Lobpreisleute, die alles vorbereiten. And these are the worship people that prepare everything. Es ist der Hausmeister, der noch alles schnell in Ordnung bringt. The maintenance man who gets order everywhere. Es sind die Techniker, die noch alles einstellen. The technicians that get all the machines in order. Und mir macht es Spaß, ganz früh in Gemeinden zu kommen. And I have a real joy to come very early into the church. Und die Schlüsselleute zu finden. And to find the key people. Die wirklich Großen im Reich Gottes zu finden. The big ones in the kingdom of God. Manchmal, wenn ich in Familien reinkomme, sometimes when I come in families, und ich sehe, alles ist ganz schön. I see everything is very beautiful. Alles ist schön gemacht. Everything is made beautiful. Aber ich möchte hinter die Kulissen gucken. But I want to look behind the scenes. Wer ist in der Küche? Who is in the kitchen? Wer bereitet alles vor? Who prepares everything? Wer hat alles getan, gemacht? Who has done everything? Wer ist der echte Diener in dem Haus? Who is the true servant in that house? Wer ist der echte Diener in der Gemeinde? Who is the true servant in a church? Wer ist bereit, sich selber zu erniedrigen? Who is ready to humble himself? Und nach dem Prinzip des Reiches Gottes according to the principles of the kingdom, sind es die, die Ersten werden im Reich Gottes. Are those the ones that will be the first? Sind die, wo echte Größe echte Größe haben werden im Reich Gottes. Will have true greatness in the kingdom of God. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass du dieses Prinzip des Reiches Gottes verstehst. That you understand the principle of the kingdom. Und dass es hineinkommt in dein Herz. And that it comes into your heart. Dass wenn du irgendwo bist und du siehst Papierschnipsel auf dem Boden oder Müll, dass du bereit bist zu dienen. Und das so when you see garbage on the ground, that you are ready to bend down and to pick it up. Wenn du bereit bist, dich zu erniedrigen, when you are ready to humble yourself, wird der Himmel dich erhöhen. Heaven will exalt you. Und wenn der Himmel dich erhöht, and when the heavens exalt you, kann dich niemand erniedrigen. Nobody can humble you. Ich wünsche dir von Herzen, I wish you from my heart, wenn die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist, when the time is over on this earth, und wir sind alle im Himmel zusammen, and we all are together in heaven, und Jesus ruft die Großen im Reich Gottes. And Jesus calls the big ones. Dann ruft er die Diener der Erde. Then he calls the servants from earth. Wer war bereit, sich zu demütigen? Who was ready to humble? Wer war bereit zu dienen? Who was ready to serve? Und die werden von Gott erhöht werden. And those will be exalted from God. Und ich will dich wieder sehen. And I want to see you again. Ich will dich im Himmel sehen. I want to see you in heaven. Und dann stehst du auf. And then you rise up. Mit deiner Krone. With a crown. mit deinem Sieg in der Hand. With your victory in your hand. Weil du bereit warst, durchzuhalten. But because you were ready to follow through. Erniedrige dich selber. Humble yourself. Und dann wirst du erhöht werden. Then they will accept. Das ist wahre Größe im Reich Gottes. That is true greatness in the kingdom of God. Und vergiss niemals, and don't ever forget, du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt, very loved, und mächtig gesegnet. And mightily blessed. Amen. Amen.